YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Vlog. Heute ist Freitag, der 24.09. Morgen ist es soweit. Morgen stehe ich wieder auf der Bühne zum zweiten Mal und zwar bei der ANBF, der Austrian National Bodybuilding Federation oder so ähnlich. Ich bin jetzt gerade in der Unterkunft angekommen. Und zwar in Asten, irgendwo in Oberösterreich. Es ist circa so 20 Minuten mit dem Auto von Perg entfernt. Und ja, mir geht's gut. Autofahrt war easy peasy, war sehr angenehm. Ich habe nur einmal stehen bleiben müssen, um aufs Klo zu gehen. Aber das war schon sehr, sehr dringend nötig. Und ja, jetzt ist es kurz vor 4. Die Franzi sollte dann auch in jedem Moment kommen. Und dann muss ich noch kurz zum Billa gehen oder irgendein Supermarkt in der Nähe, weil ich brauche Hühnerfleisch. Alles andere habe ich mit. Und dann geht's schon nach Perg zum ersten Training und zur Registration. Ich freue mich schon. Ja. Ich zeige euch aber jetzt trotzdem mal die Unterkunft, weil die ist echt schön. Das ist quasi so ein Apartment. Check-in war mit so einem Bildschirm, Automaten. Ja, super easy, super smooth. Geil, wie simpel die Sachen gehen. Und jetzt führe ich euch mal ein bisschen herum. Da ist die Eingangstür. Hier ist die Toilette. Küche. Ja, also Kochnische. Eigentlich ziemlich cool. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Yes. Schaut eigentlich echt sehr gut aus. Ich hoffe, es gibt auch einen Topf für meinen Reis. Besteck. Yes, das. Ein Geschirrspüler. Crazy. Der ist ja urklein. Kühlschrank. Perfetto. Da. Ganz, ganz wichtig. Eine Kaffeemaschine. Esstisch. Großer Spiegel. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine große weiße Wand. Eigentlich perfekt für Check-in-Fotos. Schauen wir mal, wie das Licht ist. Couch. Fernseher. Dann geht's weiter. Hier ist das Badezimmer. Schauen wir mal, Licht. Yes. Echt sehr pretty. Fast schade, dass wir nur eine Nacht hier sind. Sehr, sehr pretty. Licht wieder aus. Und da geht's weiter ins Schlafzimmer. Also es ist echt tipptopp, voll schön alles und auch hier ein begehbarer Kleiderschrank. Also das ist unser Apartment, wie gesagt, schade eigentlich nur für eine Nacht, das ist echt voll schön, war auch wirklich günstig vom Preis her und ja, jetzt werde ich mich mal kurz einrichten, chillen, bis die Franzi kommt und dann wie gesagt, Supermarkt, Registration, Tanning, yes. Aber wenn ich einen Unfall baue, muss ich rausstellen. Ja, Gott, ich, schau, ich fahre gleich gegen bitte nicht. Gut, wir sitzen im Auto. Wir waren jetzt gerade echt schnell beim Spar, weil der ist quasi ums Eck. Habe noch Hühnerfleisch gekauft. Alles andere habe ich eh schon mit. Jetzt fahren wir nach Perg. Franzi ist auch am Start, darf fahren. Und ich werde jetzt mein nächstes Meal essen. Wieder gefühlt eine Tonne Reis. Ich freue mich drauf und ja, bin schon sehr gespannt. Ich glaube, dort wird es ziemlich abgehen. Ganz viele Menschen werden dort herumlaufen, viele Menschen, die wir kennen. Wird richtig, richtig cool werden. Und jetzt wird es gegessen. Weiß nicht, wie spät ist es eigentlich? 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr.
Check-in-Fotos sind erledigt. Coach ist zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Ich finde die Farbe überraschend gut. Sogar der Coach findet sie gut. Und jetzt werden wir noch chillen. Mein letztes Meal steht jetzt noch an. 80 Gramm Reiswaffeln, 50 Gramm Marmelade, Garnelen, Gemüse und da sind jetzt 2 Gramm Salz drinnen. 2 Gramm Reis. Wäre noch besser. 2 Gramm. 2 Gramm Salz drinnen. Ich habe mich mit Salz heute ein bisschen vertan irgendwie. Franz ist auch schon am Essen. Und wir haben Netflix. Also werden wir jetzt uns einen cheesy Film anschauen, relaxen, chillen und dann schlafen. Bist du happy? Ja. Eigentlich ganz gut. Und was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir Screenshots vom Video und schicken die dem Coach. Und schauen wir mal, was er sagt. Und was gibt es zu essen? Zum Frühstück gibt es Reis mit Marmelade, Whey und Erdnussbutter. Nom, 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 nom. Jetzt gibt's das erste Meal. Die Makros bleiben so wie geplant und ich habe eigentlich schon die ganzen Meals schon vorbereitet, also auf meinen Plan vorbereitet. Das erste Meal sind jetzt 70 Gramm Reis, 20 Gramm Whey, dann kommt noch 30 Gramm Marmelade rauf und 20 Gramm Erdnussbutter. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und einen halben Liter Wasser soll ich trinken. Und kein Salz. Noch nicht. Ja, Burger Shots sind ganz gut geworden. Coach ist zufrieden mit der Form. So langsam fühle ich mich auch wieder besser. In der Früh kurz einen Stressmoment gehabt, aber jetzt geht es wieder bergauf. Und jetzt essen, chillen, zusammenpacken und dann geht's los. Richtung Halle. Gut, Schönheitspreis wird meine Essen definitiv kassieren. Sieht toll aus. Traumhaft. Aber ich glaube, es wird richtig gut werden. Yes. Mahlzeit. Mahlzeit. Danke. Alex, ein Statement zum Tag. Wieder ein guter Tag. Also, wir hören. Jetzt brauchst du Statement. Ja, für Petras also Blog. Ist bereit ja. Und pumpt gerade ihr Hängematte auf, die Luftmatratze. In circa 3 Stunden ist fertig. Vermutlich. Und dann kannst du für 20 Minuten relaxen, dann geht's auf die Bühne. Ja. Also wir haben genug Zeit, nachdem heute alles so verschoben ist und so weit nach hinten, können wir jetzt eigentlich den ganzen Tag relaxen. Das wird super passen. Ja. Ja.
das hast du die letzten Tage weniger machen können, also kannst du es jetzt machen. Ja. Aber das ist eh bei jedem gleich. Ja. Wobei nichts kann ich mir über eine große Herausforderung. Ja, aber es ist verständlich. Das ist ja sonst genau das Gegenteil von dem, was du machst. Also ja. Jetzt soll es heraus. Yes, jetzt geht's voll ab. Das ist Petra. Das ist das vor dem Make-up. Genau. Es geht mir gut. Ich bin sehr gechillt. Und ich freue mich schon, wenn es mir geht. Fertig. Jetzt merke ich schon, dass meine Energie wieder ein bisschen mehr nach oben geht. Das war beim letzten Mal auch so. Sobald das irgendwie erledigt war, fällt mal ein riesiger Stein vom Herzen. Ich bin jetzt wieder Backstage. Es ist jetzt, keine Ahnung, 13 Uhr irgendwas. Mein nächstes Meal steht an. Und zwar Snackjacks. Ich habe vorher jetzt gerade schon mein Hühnchen gegessen, damit ich mein Eiweiß habe. Da habe ich noch ein bisschen Erdnussbutter. Und das wird jetzt gegönnt. Ich enjoy es wirklich sehr. Und dann heißt es eigentlich einfach nur weiter chillen. 15 Uhr kommt die letzte Tenschicht drauf. Und dann geht's voll ab. Alle anderen sind auch am Start. Hallo. Sandro. Wunderschönen guten Tag. Katja. Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Kanal. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut und entspannt und sehr positiv. Farbschicht ist jetzt komplett drauf, Training ist fertig. Ich glaube, es ist ziemlich gut geworden. Ist jetzt noch so dieses pickige Gefühl, aber es sollte nicht mehr so stark abfärben. Und jetzt muss ich mich noch zwingen, wieder ein bisschen rumzuliegen und zu entspannen. Beine fühlen sich gut an, sollen so bleiben. Verdauung ist auch halbwegs in Ordnung. Ja, also weiterhin sehr unspektakulär herum. Zeig her die Apps. Nichts tun. Apps sind am Start. Da sind sie ja. Yes. Schöne braunen Apps. Betreuer sein ist auch ziemlich mühsam. Mach einfach mal ein Functional Legs, Petra. Yes, gut. So, auf der vierten Drehung. Ja, ja, bist du nicht im Bild. Super, jetzt. Nochmal vierte Drehung. Yep, vierte Drehung. Und wieder zur Hand. Check. Check.
relax, wie lustig bist? Passt gar nicht. Passt gar nicht. Ich habe auch gerade. Ich habe viel Kaffee getrunken, nicht so. Ja, passt. Aber Wasser in der Früh einen halben Liter und dann tatsächlich erst um 2 Uhr die erste Stunde Wasser wieder getrunken. Ja. Letzte Mahlzeit hast du wann sie gegessen? Kurz nach 1. Kurz nach 1. Und jetzt um 4 würde ich dann wieder das nächste essen. Ja, ja, ja. Das Wichtigste ist mal was trinken und ein bisschen was essen. Ja. Und erhöhe einfach ein bisschen der Trinkfrequenz im Vergleich zum Vormittag. Okay. Ansonsten alles on point. Passt. Wie fühlst du dich generell? Gut, ja. Gut. Ich bin Sieht man an. Ja, also Magen. Yes. Es ist jetzt 17 Uhr, eine Stunde, bis es auf die Bühne geht. Ja, sie sind noch immer extrem gut in der Zeit. Ich habe jetzt schon aufgeglitzert. Ja, und jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich eventuell jetzt schon mein letztes Meal esse. Ich meine, das letzte Meal ist jetzt eine Reiswaffel und 2 Gramm Salz. Eine Reiswaffel, 2 Gramm Salz. und mein Pre-Workout Monster sippe ich auch schon die ganze Zeit ein kleines bisschen nebenher. Ich glaube, da werde ich das Salz reingeben. Und ja, sonst einfach nur noch warten und langsam zum Pumpen anfangen. Ja, wann pumpst du? Ich weiß noch nicht, ich glaube so um 3/4, 1/2, irgendwie sowas in der Richtung. Halbe Stunde vorher? Ja, aber du musst nur vorher Glanz. Oder währenddessen. Währenddessen, weil der Glas ist so 15, 20 Minuten. Genau, das heißt, du musst vor dem Glanz anfangen und geglänzt weiter. Aber fangen wir 40 Minuten an. Ich würde es jetzt wahrscheinlich essen, weil ich mag es nicht zu sehr im Magen. Julia, was ist dein letztes Meal? Mein letztes Meal sind der Coach hat gerade geschrieben. 3,5 Reiswaffeln, also Honigreiswaffeln mit 2 Gramm Salz. Weil Petras letztes Meal ist eine Reiswaffel. Ja, aber weil die Reiswaffel so viel mehr Kraft hat. Das ist ein Rice Cake. Das ist eine Nachspeise. Das ist ein Cake. Das ist ein Was hat der Coach geschrieben? Die jetzige Klasse wird zwar noch dauern, aber ist die Klasse vor dir? Sehr freundlich. Ich frage ihn jetzt, wann soll ich circa zu pumpen anfangen? Da wird er sagen, lies im Sheet, Alter. Da kommen jetzt 2 Gramm Salz. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht explodieren wird. Es wäre ziemlich cool, wenn. Das wird jetzt richtig delikat. Warte. Ja. 1 Gramm. Das schaut gut aus. Das ist mein Mistkübel. Und da kommt jetzt der 2. Gramm. Dann muss ich die Rice Waffel nicht mit Salz essen. Tja. Das ich möchte jetzt gerne sicher, den ersten geil. Schluck filmen. Das schmeckt sicher gut. Im Monster ist eh schon. Monster, 2 Gramm Salz. Und ein bisschen Kaffee war auch noch drinnen. Cheers. Das geht aber. Ja, auf Dauer. Am Ende ist dann. Am Ende muss es so. Oh ja, das ist überhaupt nicht, bis es überhaupt der Zunge biegt. Vorne ist salzig, oder? Ja. Ja. Jetzt wollte ich schon schauen, wie spät es ist. 5 Uhr. Ja. Das kann ich schon essen. Ich glaube, Julia, du wirst abgeholt. Da muss ich mit. They got a rhyme in the morning. They got a rhyme in the morning. They got a rhyme in the morning.
So. Okay.